Willkommen bei Chappie erklärt euch die Apple-Welt. Heute wieder mit dem Unboxing und zwar von dem Magic Keyboard in Space Gray mit Nummernblock. Die Nummer hier ist die MRMH2DA. Ja, logische Konsequenz zu der Magic Mouse in Gray, die ich euch im letzten Video gezeigt habe. Auch die war erst nur dem Mac Pro vorbehalten, aber jetzt bekommt ihr die auch so. Und dann wollen wir uns die mal anschauen. Dafür machen wir die wieder auf und entfernen erstmal dieses ganz dünne Zeug draußen. So, wenn es dieses dünne Folie ab ist, dann spiegelt auch nicht mehr so fies. Also man sieht schon hier von den Abmaßen her, hier, das ist noch nicht mal so dick wie mein Daumen. Können uns auf ein schön flaches Keyboard freuen. Diesmal schieben wir das einfach hier raus von der Verpackung her und lassen das nicht rausfallen, wie das sonst so üblich ist. So, wir haben hier die Tastatur. Wir haben hier wieder ein Lightning-Ladekabel. Wieder ein schwarzes. Also, ich habe euch letztes Mal Quatsch erzählt. Es gibt zwei schwarze Lightning-Kabel. Und zwar bei der Maus und bei der Tastatur. Hier wieder eine kurze Erklärung. Aber die brauchen wir nicht. Verpackung wie immer hochwertig von Apple, wie man dazu gewohnt ist. Ja, Ding kostet auch laut Apple 150 Euro. Ist natürlich auch kein Schnapp. Straßenpreis liegt so bei 125. Aber eine gute Gaming-Tastatur, die ist noch teurer. Dann haben wir wieder eine kurze Folie drauf und drumherum, wie man das auch vom iPhone, iPad und den anderen üblichen Kandidaten kennen. Und dann haben wir die Tastatur in der Hand. Und ich muss euch sagen, die ist schon wirklich edel. Ja, komplettes Aluminiumgehäuse. Hier ist der Lightning-Anschluss, um die aufzuladen. Hinten ein dezenter Apfel und noch ein bisschen Geschwätze, wo sie designt ist und wo sie hergestellt worden ist. Und hier oben haben wir den bekannten Ein- und Ausknopf, wie wir den auch schon von der Maus her kennen. Ja, und das Schöne ist im Vergleich zu der normalen Tastatur, die hat ja keinen Zehnerblock. Ich finde, die ist ein bisschen klein und gerade wenn man so ein bisschen häufiger auch Zahlen oder so was eingeben muss, was bei mir der Fall ist, dann seid ihr hier definitiv mit dem Nummernblock viel schneller unterwegs. Und ihr habt hier auch oben noch mehr Multifunktionstasten als bei der normalen. Hier zum Beispiel habt ihr Multimedia für Vor-, Zurück-, Stopp-, Pause, lauter, leiser, Auspuff, falls man irgendwas hat, heller, dunkler und so weiter. Also einiges mehr bekanntes Apple-Layout und man ist also ja universeller unterwegs. Die Druckpunkte sind sehr schön gemacht. Auch hier haben die dir bei der zweiten Version die Scherentasten, die da drunter sind, noch verbessert. Also auch wenn man hier die klappert allerdings ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Aber das ist halt den dünnen kleinen Tasten geschuldet. Die läuft auch über Bluetooth. Das heißt, der Mac oder das iPad oder wo ihr die immer drauf anschließen wollt, wird sofort erkannt und funktioniert. So, also wenn man hier mal guckt, die ist also so weit von flach. Also das ist mein Daumen jetzt daneben. Super, super schön. Das Einzigste, was ich mir gewünscht hätte, wäre hier, da die Kanten hier ein bisschen gebrochen wären. Das sind sie leider nicht und ich denke, da wird auch relativ schnell die Farbe abgehen. Also jetzt hier meint man sogar, da wäre was ab, ist aber nichts. Also die ist ja neu, habt ihr ja gesehen. Ich werde jetzt mal ein bisschen probieren und testen. Und falls irgendwas Eklatantes passieren sollte, sage ich euch auch Bescheid und halt euch auf dem Laufenden. Dann wisst ihr zumindest mal, wie die aussieht, wie groß die ist und so weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Bis dahin, euer JP. Ciao, tschüss. Thank you.